Hallihallo, ihr Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen Mittwoch. Mittwoch geht es immer um Insulinresistenz und heute sprechen wir darüber, wie und vor allem, was du essen kannst bei Insulinresistenz oder essen solltest, wie du deine Ernährung im Prinzip da aufbauen kannst. Wer mich schon kennt und mir schon länger folgt, weiß genau, Insulinresistenz ist ein Herzensthema von mir. Bin da einfach drauf gekommen, weil ich war schon lange Heilinder, schon lange im Ernährungsdschungel unterwegs und habe auch eine Ausbildung zur ganzheitlichen Ernährungsberaterin und habe halt gemerkt, ganz viele Menschen, hallo Tina, können nicht gut abnehmen und ganz, ganz oft ist der Grund tatsächlich eine Insulinresistenz. Für alle, die jetzt dabei sind und sagen oder noch dabei sein werden, ja, die es vielleicht auch im Nachgang anschauen werden und sagen, ich habe eigentlich gar keine Ahnung, was ist denn Insulinresistenz, beziehungsweise denken, es betrifft sie nicht. PCO haben wir hier jemanden auf TikTok. Ja, das kommt ganz, ganz oft zusammen. Also oft bedingt sich das eine durch das andere. Ist auch wirklich, ich habe auch viele Kundinnen, die tatsächlich Insulinresistenz und PCOS haben. Oft geht da ja auch ein unerfüllter Kinderwunsch dann mit einher. Und da haben wir echt schon ganz, ganz viele coole Dinge erlebt, dass das Ganze einfach reversibel ist und dass dann tatsächlich das mit dem Kinderwunsch dann doch auf einmal klappt. Oder zumindest auch, dass der Zyklus einfach wieder regelmäßig kommt, was ja auch schon mal ein richtig, richtig toller Vorteil ist. Und da kannst du einfach sehr, sehr viel machen, ohne immer gleich Medikamente schlucken zu müssen. Nämlich einfach deinen Lebensstil anpassen. Du hast noch ein paar Tipps und Tricks, wie du tatsächlich auch mit natürlichen Supplementen dir noch helfen kannst. Da kommen wir später einfach noch dazu. Und jetzt in dem Live soll es wirklich hauptsächlich darum gehen, wie du deine Ernährung gestalten kannst bei Insulinresistenz. Wenn ihr Fragen dazu habt, also alle, die jetzt schon live mit dabei sind oder auch alle, die später das Ganze im Nachgang anschauen werden, ihr habt die Möglichkeit auf jeden Fall Fragen zu stellen. Wenn ihr jetzt Fragen habt, live dabei seid, einfach in die Kommentare eure Fragen reinstellen. Ja, sei es grundsätzlich, hi Bibi, hi Angie, hi Sandra, sehr cool, dass ihr alle dabei seid. Grundsätzlich, ob es jetzt um Insulinresistenz geht, um gesund abnehmen, auch Supplemente bei Insulinresistenz, vielleicht auch um die exogene Ketone, wenn du da eine Frage hast, jederzeit gerne kannst du einfach alles hier loswerden. Ich versuche das parallel immer mit zu beantworten und genau, habe auch vorab schon 3 coole Fragen bekommen, auf die werde ich auch eingehen. Aber am Anfang möchte ich jetzt erstmal erklären, was wirklich eine Insulinresistenz ist. Da war ich stehen geblieben, dass viele einfach denken, die hören das Thema Insulinresistenz oder vielleicht auch Blutzucker und denken sich, ach, das betrifft mich ja nicht, weil mein Blutzucker ist okay. Das ist halt leider ein Irrglaube, denn ganz, ganz viele da draußen, ja, im Prinzip die Hälfte der Menschen da draußen, hat eine Insulinresistenz, die meisten natürlich ohne, dass sie es überhaupt wissen. Warum ist denn das jetzt so? Naja, warum weiß es keiner, sagen wir mal so. Weil es erstens ja nicht wirklich wehtut, ja. Du merkst es zwar schon an Symptomen oder kannst es merken, wenn du auf deinen Körper hörst und dir darüber Gedanken machst. Aber man bringt es ganz oft nicht mit Insulinresistenz in Verbindung. Vor allem auch, weil die Ärzte darauf nicht wirklich eingehen. Ja? Die messen dann, die nehmen ein Blutbild von dir, die messen vielleicht deinen nüchtern Blutzucker und das war's. Und der ist dann in Ordnung. Du kannst aber am nüchtern Blutzucker nicht ablesen, ob du eine Insulinresistenz hast oder nicht. Denn die Insulinresistenz ist im Prinzip die Vorstufe vom Typ 2 Diabetes, HLA, und geht auch dem Typ 2 Diabetes um Jahre, oft sogar Jahrzehnte voraus. Das heißt, du kannst schon 5 Jahre, 10 Jahre, 15 Jahre eine Insulinresistenz mit dir rumschleppen, ohne dass du es weißt und ohne dass dein Blutzucker sich erhöht, ohne dass du das Ganze im Blutzucker lesen kannst sozusagen. Ich erkläre nochmal kurz, für alle, die jetzt diese ganze wissenschaftliche Sicht auch gerne wissen wollen, was im Körper wirklich stattfindet. Ja, mit Wissenschaft hat es jetzt nicht so viel zu tun, aber ihr wisst, was ich meine. Also diese ganze Theorie, was im Körper passiert, weil ich finde immer, spreche ich natürlich nur von mir, ich tue mir sehr viel leichter, die Dinge dann auch zu verstehen und umzusetzen, wenn ich weiß, was machen denn Dinge im Körper? Was passiert denn, wenn ich Kohlenhydrate esse? Was passiert denn, wenn ich Fette esse? Was passiert, wenn ich Eiweiß esse? Deswegen erkläre ich das jetzt einfach nochmal. Also grundsätzlich wäre einfach der normale Kreislauf, sag ich mal, du isst was, da sind immer in irgendeiner Form Kohlenhydrate mit dabei. Selbst im Gemüse sind ja auch Kohlenhydrate. Natürlich viel weniger, wie jetzt zum Beispiel in der Pizza, ganz klar. Aber der Blutzuckerspiegel steigt immer an, wenn du etwas isst. Blutzuckerspiegel geht in die Höhe.
Je nachdem, was du isst, steigt er natürlich extrem schnell und extrem steil. Oder vielleicht nur so minimal. Ja? Wenn du jetzt nur eine Avocado oder ein Lachs oder so isst mit Grünzeug, dann wird da nicht viel passieren im Blutzucker. Wenn du aber jetzt eine Pizza isst, dann schießt der Blutzucker richtig stark in die Höhe. Dann haben wir den Zucker im Blut. Ja? Der Blutzuckerspiegel ist gestiegen. Der Zucker im Blut kann da jetzt nicht ewig bleiben. Der muss abtransportiert werden, weil das wäre sonst gefährlich für den Körper. Das heißt, dann kommt die Bauchspeicheldrüse, schüttet Insulin aus, ja? Unser Stoffwechselhormon Insulin. Und die Aufgabe des Insulins wäre eigentlich, den Zucker an der Hand zu nehmen sozusagen und in die Zelle zu transportieren. Das funktioniert aber bei einer Insulinresistenz nur bedingt, weil die Zelle einfach schon sehr, sehr voll ist. Die hat schon zugemacht, ja, die hat schon gesagt, hey, stopp, hier kommt nichts mehr rein, ich bin befüllt. Die Rezeptoren für das Insulin an der Zelle sind auch verstopft. Das heißt, da haben wir einfach ein Kommunikationsproblem sozusagen. Liebe Grüße aus Mecklenburg. Fabian, an dich auch. Hallo Christina, schön, dass du dabei bist. Sehr, sehr cool. Ja, da haben wir einfach ein Kommunikationsproblem. Und deswegen kann Insulin seine Arbeit nicht so gut machen, nämlich den Zucker in die Zelle zu transportieren. Die Bauchspeicheldrüse sagt, okay, hier funktioniert irgendwas gar nicht, wir brauchen mehr Insulin. Schüttet immer mehr Insulin aus. Die Folge davon ist, dass du zu viel Insulin im Blut hast. Also dein Insulinspiegel steigt somit auch, ja. Steigt ja auch immer parallel zum Blutzuckerspiegel, aber wenn du dann mal zu viel Insulin im Blut hast, dann ist das im Prinzip umgangssprachlich die Hyperinsulinämie. Das wäre nicht umgangssprachlich, das ist der Fachbegriff. Umgangssprachlich ist es dann die Insulinresistenz. So, wie entsteht das natürlich? Ich habe es vorher schon ein bisschen angesprochen. Naja, wenn die Zelle voll ist, wenn einfach kein Platz mehr ist, weil schon einfach zu viel eingespeichert ist, bedeutet, es ist einfach schon ein Überschuss an Zucker und Kohlenhydrate und das passiert natürlich nicht innerhalb einer Woche, eines Monats, sondern da reden wir dann wirklich über ein paar Jahre, wo sich das entwickelt. Und das kann halt einfach passieren, wenn du ständig ungesunde Kohlenhydrate in dich reinschaufelst sozusagen, ja, also Pizza, Pasta, Weißbrot, diese Geschichten, dich dafür aber auch viel zu wenig bewegst. Weil dann deine Speicher nie geleert werden, ja. Weil wenn du quasi was isst und diese Kohlenhydrate, die dann ins Blut kommen, der Zucker, wird dann eingespeichert in der Zelle, ja, wenn er da reinkommt, ja, wenn du noch keine starke Insulinresistenz hast, funktioniert das noch, wird dann eingespeichert in Leber und Muskulatur. Es können ungefähr 5, 6, 600 Gramm Kohlenhydrate vielleicht in Leber- und Skelettmuskulatur gespeichert werden. Alles darüber hinaus ist dann der Speicher voll. Wird sich dann irgendwann ablagern in Fettpölsterchen und so weiter, führt dann irgendwann, wenn es mehr wird, zu Problemen wie einer Fettleber, metabolisches Syndrom, Adipositas mal davor, also Fettleibigkeit, aber auch Herz-Kreislauf-Beschwerden, Arteriosklerose, das sind alles diese Zivilisationskrankheiten, die einfach durch einen schlechten Lebensstil bedingt sind, sprich schlechte Ernährung, zu wenig Bewegung, wenn wir das ganz auf die Essenz runterbrechen. Genau, und wenn einfach diese Speicher voll sind, dann haben wir da eben diese Probleme im Körper. Der Körper kann aber auch wieder andersrum arbeiten. Er kann, wenn er keine Kohlenhydrate bekommt, kann er die Speicher wieder freigeben sozusagen. Das heißt, da kommt dann das Hormon Glukagon ins Spiel, der Gegenspieler zum Insulin. Und Glukagon wandelt dann die Speicher des Zuckers wieder um, sodass sie in eine Form von Glukose ins Blut kommen können. Und dann kann der Körper da auch die Energie aus den Speichern ziehen. Und wenn die Speicher leer sind, würde der Körper anfangen, in den Fettstoffwechsel zu wechseln, also Ketonkörper zu produzieren, was auch bei den meisten Menschen absolut gar nicht nötig ist, weil eben ständig Kohlenhydrate nachgeschoben werden. Also das jetzt mal ganz kurz und einfach erklärt, so funktioniert der Kohlenhydratstoffwechsel. Der Fettstoffwechsel ist dann im Prinzip wieder genau andersrum, beziehungsweise der Fettstoffwechsel ist in dem Moment angekurbelt sozusagen, ja, sagt man ja dieses Wort, was eigentlich völliger Blödsinn ist, aber sagt man halt, der Fettstoffwechsel arbeitet sozusagen, wenn wir keine Kohlenhydrate mehr zu uns nehmen, wenn alle Speicher leer sind. Und das kannst du halt erst erreichen, wirklich, wenn du dich viel bewegst, wenn du richtig viel und krass Sport machst, dass die Speicher leer werden. Kohlenhydrate weglässt, sprich dich auch zum Beispiel ketogen ernährst oder länger fastest, dann fängt der Körper an, die Ketonkörper zu produzieren. Ja. Und das wäre jetzt eben Kohlenhydratstoffwechsel, Fettstoffwechsel. Das Wichtige ist, dass der Körper beides kann, dass der Körper, nennt sich dann metabolische Flexibilität, dass der Körper wirklich vom Kohlenhydratstoffwechsel in den Fettstoffwechsel und wieder zurückwechseln kann. Und das idealerweise mehrmals am Tag.
ganz, 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 ganz wichtig, dass das der Körper nicht verlernt. Aber ganz viele Körper haben es eben verlernt, weil es ständig einfach immer Kohlenhydrate gibt. So, jetzt habe ich sehr, sehr lange ausgeholt und erklärt, aber das ist einfach für mich total wichtig, das auch weiterzugeben, dass die Leute verstehen, was passiert, wenn ich halt eine Pizza esse. Dann ist es nicht die Pizza, die hat viel Kalorien und davon werde ich vielleicht dick. Nein, die Pizza schießt den Blutzuckerspiegel nach oben und das ist der Auslöser für Probleme im späteren Leben. Ja, natürlich nicht von einer Pizza, da sind wir uns einig, aber von einer Pizza in der Woche und dann, keine Ahnung, 4, 5, 6, 7, 8 Pizzen im Monat, wie auch immer. Ich rede jetzt immer von Pizza, es kann natürlich alles Mögliche sein. Süßigkeiten, auch ganz viel Obst ist da auch ein Problem, kann auch zu einer Fettleber führen. Ja, wenn ich das sage, dann kriege ich immer Schimpfe hier. Aber zu viel Obst mit dem ganzen Fruchtzucker, du kannst dir damit auch eine Fettleber anzüchten sozusagen, wenn du ganz, 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 ganz viel Obst isst und das Obst immer alleine auf nüchtern Magen auch isst, ohne Fette und Eiweiße dazu, ist das natürlich nicht besonders förderlich, sagen wir mal so. Jetzt haben wir eine Frage. Der Patrick Rosenthal, ich habe Angst, also eine Frage ist übertrieben, wir haben ein paar mehr, ich lese sie alle vor. Ich habe eher Angst vor der Ketogrippe, denn die ketogene Ernährung wäre ja perfekt. Die ketogene Ernährung kann perfekt sein, muss aber nicht, ja. Also für viele ist die ketogene Ernährung eine coole Lösung, manche können sie aber auch gar nicht umsetzen, weil sie es entweder in den Alltag nicht integrieren können, nicht integrieren wollen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, für mich eine ketogene Ernährung auf Dauer und immer ist jetzt nicht die Lösung. Habe gemerkt, meine Hormone sind da extrem durcheinander gekommen, mein Zyklus hat sich verschoben. Keine gute Sache. Also Mädels, wenn ihr merkt, an eurem Zyklus stimmt was nicht, stimmt auch immer im Körper was nicht, dann wirklich darauf hören und der Sache auf den Grund gehen. Ich kenne aber auch viele, auch Mädels, die kommen klar mit einer dauerhaft strikten ketogenen Ernährung. Für mich wäre es jetzt nichts. Ich nutze, wer mir schon länger folgt, mich schon kennt, weiß, ich nutze auch die exogene Ketone. Das sind im Prinzip Ketonkörper. Die sind an Salze und Elektrolyte gebunden, das ist wie ein Pulver, kannst du in Wasser auflösen und trinken und kannst du dann damit innerhalb einer Stunde in Ketose kommen. Hast die gleichen Vorteile, wie wenn du dich ketogen ernähren würdest. Das ist sehr, sehr cool, weil so kannst du dir eben diese Ketonkörper ins Blut holen, hast trotzdem einfach den höheren Fokus, mehr Energie, ja, all diese Vorteile, die du in der Ketose hast, eine erhöhte Fettverbrennung mit gleichzeitigem Muskelschutz, aber auch einen besseren Schlaf, eine bessere Haut, eine bessere Verdauung, all diese Geschichten, Blutzuckerregulierung, ja, die Ketonkörper reduzieren auch den Blutzucker, sehr, sehr cool und wichtig bei einer Insulinresistenz natürlich, sie senken Entzündungen im Körper, du fühlst dich grundsätzlich einfach besser. Und diese Vorteile kannst du dir halt auch in Form der exogenen Ketone tatsächlich in deinen Körper holen, ohne dass du dich ketogen ernähren musst. Ja? Ich sage halt immer, schlau ist dann wirklich eine entspannte Low-Carb-Ernährung dazu zu machen, vor allem wenn du abnehmen möchtest, wenn du auch aus deiner Insulinresistenz rauskommen möchtest, wenn du irgendwie an deinem Körper was verändern möchtest, macht es natürlich Sinn, du lässt die Schrotternährung dann auf jeden Fall weg. Genau, das nur so als Tipp, Patrick, wenn du sagst, Keto wäre cool für dich, kannst du aber nicht umsetzen, möchtest du nicht umsetzen, wenn du Angst vor der Ketogrippe hast, da kommt man natürlich durch, einfach genügend Elektrolyte auch zu dir nehmen. Mit den exogenen Ketonen hast du normalerweise keine Ketogrippe, auch wenn du Elektrolyte dazu nimmst, empfiehlt sich da normalerweise nichts. Genau, gerne für die detaillierte Aufklärung, sehr interessant, das freut mich. Was könnte das sein, wenn man immer müde und reizbar ist? Mr. Scott, auch eine Insulinresistenz, kann definitiv dahinter stecken, kann natürlich auch die Schilddrüse sein, kann generell auch Unzufriedenheit in deinem Leben sein, ja, wenn du einen scheiß Job hast, eine scheiß Familie hast, einen scheiß Partner hast, was auch immer gerade läuft bei dir im Leben, keine Ahnung, kann alles zusammenhängen, aber ich würde mal anschauen lassen, ob du vielleicht eine Insulinresistenz hast, weil das ist nämlich wirklich ein Zeichen, auch so chronische Müdigkeit, Stimmungsschwankungen von der Insulinresistenz, alles auf den Blutzucker zurückzuführen. Genau. Ist zu viel Sport ungesund? Zweimal die Woche Volleyballtraining, einmal pro Woche Fußballtraining? Absolut nicht. Das sind dreimal die Woche Sport, das ist eh noch wenig, sagen wir mal so. Obstchen, das wollte ich jetzt nicht hier. Volleyball und Fußballtraining können natürlich sehr intensiv sein. Also auf jeden Fall eine coole Sache, Fabian, mach es auf jeden Fall weiter. Vielleicht noch ein bisschen auch Krafttraining mal anschauen. Ja, Muskeln aufbauen ist immer eine coole Sache. Und halt auch entsprechend Regeneration und Ausgleich geben dem Körper, dann ist es auf jeden Fall eine coole Sache. Entsprechend dann auch genügend Eiweiß essen, ganz, 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 ganz wichtig, ja. Und auch hin und wieder gute langkettige Kohlenhydrate. Danke, dann melde ich mich. Patrick, genau, also wenn du sagst, hey, Ketone mal ausprobieren oder erstmal nur mehr Info, du kannst auch hier immer in den Linktree gehen in meinem Profil, also sowohl auf TikTok als auch auf Instagram. Der Linktree in meinem Profil, der allererste Link, der führt direkt in meinen WhatsApp.
Da kannst du mir dann schreiben, der Text ist dann schon vorgefertigt für die Ketone, kannst gerne auch deinen Namen dazu schreiben, schreiben, dass du hier im Live warst, dass du einfach gerne mehr Infos hättest. Dann schicke ich dir gerne erstmal mehr Infos, aber auch gerne den Shop-Link. Wir haben nicht gerade ein super cooles Angebot, also es rentiert sich gerade extrem. Dann kannst du das Ganze mal ausprobieren. Du willst nicht 100% ketogen, bin ich voll bei dir, ist für mich eben auch nicht die Lösung. Ich ernähre mich entspannt Low Carb, baue hin und wieder wirklich gute langkettige Kohlenhydrate ein, bewusst, meistens nach meinem Training am Abend, und nimm einfach die exogenen Ketone zusätzlich, ja, ein, zweimal am Tag. Damit komme ich super zurecht, da geht es mir tatsächlich am besten. Sind die Ketone auch für Leute ohne Insulinresistenz und PCOS interessant? Auf jeden Fall, ja. Kann man auch für Sportler nehmen, Julia. Grundsätzlich für Leute, die eine Unterstützung wollen zum Abnehmen. Ja, sie sind keine Wunderabnehmpille, das sage ich immer dazu. Sowas gibt es leider nicht. Ja, das ist noch nicht erfunden und wird es auch nie geben, weil man muss immer selber auch was dafür machen. Sprich, einfach die Ernährung umstellen, dich auch ein bisschen mehr bewegen. Das Coole ist einfach nur, die Ketone können dich dabei unterstützen. Sie helfen dir, diese neuen Gewohnheiten leichter umzusetzen. Weil wenn sie den Blutzucker senken, hast du automatisch weniger bis gar keinen Heißhunger mehr. Und das ist ja die größte Hürde, wenn jemand, der abnehmen will, der kann einfach seine Diät oder was auch immer nicht durchhalten, seine Ernährungsumstellung, weil er Heißhunger hat. Und da ist wieder der Blutzucker verantwortlich. Ja, da schließt sich wieder der Kreis. Und deswegen sind da die Ketone echt zu spitze, wenn sie dir schon mal den Heißhunger nehmen. Das Hungerhormon Ghrelin wird auch gesenkt. Ja, dadurch funktioniert auch das Sättigungshormon besser. Ja, da ist die Kommunikation der Hormone ist einfach da wieder im Gleichgewicht auf die lange Sicht. Und von dem her sind die Ketone da echt genial, dich zu unterstützen beim Abnehmen. Wenn du mehr Energie hast, möchtest du dich auch mehr bewegen. Wenn du besser schläfst in Ketose mit den exogenen Ketonen, ja, wird die Tiefschlafphase erhöht. Ist natürlich auch förderlich für deinen Fettstoffwechsel, ganz klar. Ja? Also ihr seht schon, die Ketone greifen da wirklich an ganz, 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 ganz vielen Ecken an, wenn es ums Thema Abnehmen geht. Und eine Insulinresistenz, ich habe ja gesagt, jeder Zweite da draußen hat eine, die meisten, ohne es zu wissen. Die meisten, die tatsächlich abnehmen wollen, die Bauchfett haben, die übergewichtig sind, die haben halt einfach auch eine Insulinresistenz. Sie wissen es halt nur einfach nicht. Und fürs PCO, klar, also Insulinresistenz und PCO, da sind die Ketone auch super, super förderlich, aber wie gesagt auch für alle anderen. Und für Sportler, die einfach nur mehr Leistung bringen wollen. Also die einfach nur wirklich am Ball bleiben wollen, die ihre Leistung verbessern wollen, die auf Ketose und Kohlenhydrate laufen wollen, also auf Ketonkörper und Kohlenhydrate laufen wollen als Energiequelle, ist das mega. Also wenn hier Sportler dabei sind, ich erkläre es mal kurz, wie das funktioniert. Du hast nämlich immer, immer einen Wettbewerbsvorteil, wenn du exogene Ketone einsetzt, ja. Und das kann auch nie als Doping gesehen werden, weil es sind ja natürliche Ketonkörper, also 1:1 die gleichen Ketonkörper, die dein Körper herstellt, wenn du dich ketogen ernährst, vorausgesetzt, du nimmst die richtigen Ketonkörper. Also RBHB-Ketone sind quasi, steht für rechtsdrehendes Beta-Hydroxybutyrat, und nur diese Art von Ketonkörper sind tatsächlich bioidentisch, also sind genau gleich wie die, die dein Körper herstellt, wenn du dich ketogen ernährst oder wenn du fastest. Und nur mit den Ketonkörpern funktioniert das auch, dass man es auch nicht unterscheiden kann, was da im Blut wirklich passiert. Ob der Körper sie selbst hergestellt hat oder ob er sie extern zugeführt bekommen hat, ist für Körper 1:1 der gleiche Stoff sozusagen. Deswegen könntest du auch nie in einem Bluttest erkennen, hey, hast du dich mit exogenen Ketonen gedopt? Aber du hast halt den Wettbewerbsvorteil, weil der Körper erstmal die Ketone nimmt, die du getrunken hast. Dann geht er auf die Speicher, also die Kohlenhydratspeicher in Leber und Muskulatur, haben wir vorher besprochen. Dann braucht er die auf, und wenn er die aufgebraucht hat, dann fängt er an, selbst Ketonkörper zu produzieren aus dem eigenen Körperfett. Das heißt, du kannst immer länger durchhalten wie jemand, der nicht die Ketone vorher trinkt, wo der Körper nur auf die Speicher geht und dann in den Fettstoffwechsel wechselt. Wenn derjenige natürlich gut ketoadaptiert ist und dann im Fettstoffwechsel die gleiche Leistung bringen kann, dann ist der Wettbewerbsvorteil auch wieder minimal, ne? Aber die meisten Läufer zum Beispiel oder Triathleten, die laufen halt nicht auf im Fettstoffwechsel, ja? Die brauchen immer dann wieder Energie, die brauchen irgendwelche Drinks mit Zucker und Maltodextrin, die brauchen irgendwelche Riegel, die müssen sich eine Banane reinhauen, wenn sie einen Marathon laufen oder was auch immer, ne? Bei den meisten funktioniert das halt nicht, im Fettstoffwechsel gut Leistung zu bringen. Das können tatsächlich die wenigsten, und deswegen hast du natürlich mit den exogenen Ketonen da einen tollen Vorteil. Genau. Kann man das auch in der Schwangerschaft anwenden? Fragt die Patti. Du meinst jetzt die exogenen Ketone, nehme ich an. Also meine offizielle Antwort für diese Frage ist, das musst du mit deinem Arzt klären. Der Arzt wird die Ketone nicht kennen, ja, von dem her schwierige Geschichte, musst du für dich selbst entscheiden, ja. Also die offizielle Empfehlung, die ich immer gebe, hey, wenn du sie vor deiner Schwangerschaft nicht genommen hast, fang nicht in der Schwangerschaft damit an.
weil es einfach eine Umstellung auch ist für den Körper. Fang einfach an, wenn du dann abgestellt hast. Aber ich habe viele Kolleginnen tatsächlich, die auch mit den Ketonen arbeiten, auch teilweise Heilpraktiker, auch Ärzte und Ärztinnen. Ärztinnen, sagt man das? Ärzte? Wie sagt man die weibliche Form von Arzt? Ärztin, ja, passt schon, Ärztinnen, die das tatsächlich machen, die auch teilweise in der Schwangerschaft angefangen haben, weil sie eine Insulinresistenz hatten oder einen Schwangerschaftsdiabetes und denen hat das wahnsinnig gut geholfen. Das heißt, es ist einfach wirklich deine eigene Entscheidung. Wenn ich jetzt schwanger werden würde, ich würde sie auf jeden Fall weiternehmen, weil ich weiß, wie gut sie meinem Körper tun. Ich weiß, da passiert auch nichts, aber ist halt keine Empfehlung, die ich dir offiziell so geben darf. Ja, das darf ich einfach nicht machen. Wieso hört man aber deine Empfehlungen nicht von der Allgemeinheit der Ärzte? Das ist eine super tolle Frage. Sanozon. Okay, Sanozon. Malik fragt, was machst du? Ich bin ganzheitliche Ernährungsberaterin, Personal Trainerin und arbeite auch im Netzwerk Marketing mit den exogenen Ketonen. Also habe da im Prinzip zweigleisiges Business mir aufgebaut. Richtig cool. Seit Februar bin ich auch komplett selbstständig damit. Genau. Und Mittwoch ist immer der Tag. Über Insulinresistenz geht es da und heute sprechen wir eben über Ernährung bei Insulinresistenz. Genau. Also warum man Sanozon, die Empfehlungen von Ärzten da nicht hört, die Ärzte kennen das auch nicht. Also geht man in die USA, da ist es ein bisschen anders. Die sind uns, sagen wir mal, 6 Jahre so voraus, was die Wissenschaft natürlich sowieso angeht, aber auch was tatsächlich die Ketone angeht und was da die ganze Forschung angeht. Zum Beispiel Dr. Dom D'Agostino, wen das interessiert, den mal verfolgen. Wer auch Englisch kann, ist das natürlich eine coole Sache. Oder Rhonda Patrick, also das ist eine Dame, die finde ich auch mega, auch eine Ärztin, die arbeiten da auch sehr in der Wissenschaft. Und ich arbeite auch teilweise mit 2 Ärztinnen auch nah zusammen. Das sind auch Amerikanerinnen, die tatsächlich auch die exogenen Ketone in ihrer Praxis einsetzen für eine Therapie. Also Epilepsie, aber auch Übergewicht und alles wird da behandelt damit. Eine sehr coole Sache, da sind wir in Deutschland aber noch nicht so weit. Also wir fangen gerade erst jetzt an, eben diese Keto-Konversation in die Welt zu tragen. Das gehört auch einfach mit als Teil meines Jobs sehe ich das einfach auch mit an, die Leute da ihnen das zu erklären, wie das funktioniert und Aufklärung zu leisten. Also dass es exogene Ketone gibt, das ist ja nichts Neues. Also das gab es schon seit den 1920ern. Man hat am 1950ern sogar auch experimentiert mit den US Navy SEALs, die die Ketone eingesetzt haben, damit sie länger bei ihren Tauchgängen durchhalten können. Man hat schon früh gemerkt, eine ketogene Ernährung hilft bei Epilepsie als Therapie. Ja, da muss man wirklich in der therapeutischen Ketose sein, sehr, 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 sehr wenig Kohlenhydrate essen. Da kann man es halt schaffen, dass die Leute oder auch Kinder teilweise weniger epileptische Anfälle haben. Und da ist halt jetzt super, dass du die exogene Ketone einsetzen kannst, weil dann muss das Kind nicht strikt und immer ketogen ernähren, sich ernähren. Das ist halt richtig, richtig cool. Gibt es Nebenwirkungen, wenn man mit den exogenen Ketonen anfängt? Also grundsätzlich so nicht. Ich sage halt immer, fang sachte an, nimm erstmal ein halbes Tütchen. Ja. Wenn du das gut verträgst, kannst du auf eins gehen und wenn das gut klappt, kannst du auch 2 am Tag nehmen. Was halt passieren kann, Thema Nebenwirkungen, dass du erstmal auf der Schüssel landest. Also das ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich. Sagen wir mal, von allen Kunden, die starten, wenn wir mit den Ketonen, passiert es vielleicht 20%, die davon erstmal kurz Durchfall kriegen. Vielleicht auch ein bisschen weniger. Ist jetzt wirklich nur eine Schätzung von mir. Aber da kann man dann einfach Abhilfe schaffen, dass man vielleicht auch eine Kleinigkeit dazu isst und einfach erstmal am Anfang mit einem halben Tütchen weitermacht. Und wenn das dann gut klappt, dann kann man auf eins gehen, weil in meinem Körper passiert sehr, sehr viel. Das ist ja im Prinzip auch eine Art Entgiftungsreaktion des Körpers. Wenn der Körper jahrzehntelang keine Ketonkörper mehr im Blut hatte, dann denkt er sich, ach du Scheiße, was passiert hier? Und das merkt man halt dann in so einer Form auch, ja. Wenn du mal wirklich ganz, ganz krass wenig Wasser dazu trinkst oder so, generell einfach dehydriert schon bist, kannst du vielleicht auch ein bisschen Kopfweh bekommen. Also so eine ganz, ganz leichte Ketogrippe vielleicht. Hilft aber auch, wenn du eben genug Wasser dazu trinkst und vor allem auch deinen Elektrolythaushalt auffüllst. Denn du bist ganz oft dehydriert, nicht weil du nicht genügend Wasser trinkst, sondern weil der Körper einen Elektrolytmangel hat. Also Kalium, Magnesium sind so die häufigsten, aber natürlich auch Salze. Salz- und Elektrolytemangel hat der Körper dann, weil der Körper braucht Elektrolyte, dass Wasser in die Zelle reinkommen kann. Ja? Und ganz viele Leute sind dehydriert, obwohl sie genügend Wasser trinken, weil sie nicht genügend Elektrolyte haben. Heißt, in der Zelle kommt eigentlich nichts an. Das heißt, Wasser wird eigentlich nur durchgeschwemmt. Ist zwar super, du trinkst viel, aber in der Zelle kommt halt einfach nichts an. Deswegen immer, immer auch Elektrolyte mit dazu auffüllen. Ich empfehle auch immer, die Elektrolyte zu den Ketonen dazu zu nehmen. Macht definitiv sehr, sehr viel Sinn. Genau.
Gehen wir nochmal zurück zur Insulinresistenz, aber nochmal zurück zu San Uzons Frage, fand ich sehr, sehr cool. Ich glaube, also kannst du ja auch schon mal eingeben, wissenschaftlicher Konsens, fragst du ja, gib einfach mal ein bei PubMed, Exogenous Ketones, also auf Englisch, oder Ketone Supplement mit dem Thema, was dich interessiert in Kombination und schau einfach mal, was da schon für Studien kommen. Da sind schon richtig, richtig geile Studien am Start. Für Langzeitstudien, das dauert natürlich noch, ja, da reden wir über 20 Jahre oder länger, da müssen wir natürlich noch ein bisschen warten, das ist klar. Die werden dann auch rauskommen aus den USA, aber du siehst wirklich jeden Tag kommen teilweise neue Studien raus. Also da, sagen wir mal, spulen wir mal 6, 7, 8 Jahre, 10 Jahre vor, dann ist das bei uns auch ganz anders. Und ich wünsche mir halt echt, dass dann auch, wie du sagst, dass die Ärzte dann auch teilweise einfach damit arbeiten können, weil man richtig geilen Leuten damit einfach helfen kann, ja. Muss man ja mal ein bisschen vorsichtig sein, auch mit Heilaussagen in Deutschland und so weiter. Aber ich meine, ich habe schon so viele tolle Sachen erlebt. Meine Mama hat es aus dem Prädiabetes rausgeschafft, dank der exogenen Ketone, 2 Mal am Tag trinken, nur minimal ihre Ernährung umgestellt. Ich habe schon Leute gesehen, die haben es aus einer Depression rausgeschafft. Meine Mama muss jetzt auch keine Blutdrucksenker mehr nehmen. Sie hat keine Rheumaschmerzen mehr. Entzündungen spielen natürlich auch da eine Rolle. Also richtig geile Sachen habe ich da tatsächlich schon erlebt. Aber heute geht es nicht primär um die Ketone. Aber cool, dass ihr so viele Fragen stellt. Das freut mich natürlich. Freitag ist immer mein Ketone-Tag. Da machen wir mal live mit Fragen und Antworten. Da könnt ihr mir auch alle Fragen stellen, die ihr dazu noch habt. Gehen wir mal zurück zur Insulinresistenz. Wir haben jetzt erklärt, wie entsteht eine Insulinresistenz? Was bedeutet das? Was passiert im Körper? Jetzt wollen wir natürlich auch darüber sprechen, wie kommst du da wieder raus? Ich habe schon gesagt, die Ernährung umstellen, ja, gesunder Lifestyle und natürlich Bewegung spielt eine Rolle, der Schlaf spielt eine Rolle und natürliche Supplemente. Also das sind 4 Teilbereiche, ja, wer mir schon länger folgt, schon viel in den Lives dabei war, meine TikToks auch kennt, der weiß genau, das sind die 4 Teilbereiche, an denen du arbeiten solltest, wenn du aus einer Insulinresistenz rauskommen möchtest oder erst gar nicht in einer landen möchtest oder nicht im Diabetes Typ 2 landen möchtest. Einfach gesund sein möchtest für deine Zukunft. Und wir sprechen eben heute über den Teilbereich Nummer 1, das ist eben die Ernährung. Was kannst du wirklich in deiner Ernährung schrauben, um schneller aus deiner Insulinresistenz rauszukommen und blutzuckerkonform zu essen? Bevor ich darauf jetzt eingehe, weil das ist wirklich das Kernthema von heute, erzähle ich noch kurz was zu den anderen 3 Teilbereichen, ja, dass wir die schon abgehakt haben. Ich fange mal an mit den Supplementen, weil wir jetzt gerade bei den Ketonen waren. Das passt zum Thema jetzt gut dazu. Also die exogenen Ketone helfen dir auch schneller raus aus deiner Insulinresistenz, weil sie natürlich den Blutzucker senken. Sie schenken dir mehr Energie, dann möchtest du dich auch mehr bewegen. Wenn du besser schläfst, ja, das Gleiche, ja, Schlaf, schon eine Nacht schlechten Schlafs verschlechtert deine Insulinsensitivität um ganze 30%. Das ist echt krass. Das heißt, du musst einfach auch immer an deiner Schlafqualität arbeiten, wenn du aus deiner Insulinresistenz raus möchtest, ja. Und wenn du einfach wirklich gesund abnehmen möchtest. Das ist das A und O. Aber du kannst im Thema natürliche Supplemente noch Myo-Inositol einsetzen. Das ist ein Stoff, den stellt dein Körper selbst her, in ganz, ganz kleinen Mengen nur. Und den kannst du auch über die Nahrung aufnehmen. In Zitrusfrüchten und tierischen Produkten ist teilweise Myo-Inositol drin, also Inositol drin. Du kannst das Ganze jetzt aber noch natürlich supplementieren, indem dass du es einfach zu dir nimmst noch. Und da würde ich immer Myo-Inositol nehmen, denn das ist so die am bioverfügbarste Art des Inositols. Heißt einfach nur, der Körper kann es am besten aufnehmen, der Körper kann am besten damit arbeiten. Was ist jetzt dieses Myo-Inositol oder was bewirkt es im Körper? Also stell dir vor, hier haben wir wieder deine Zelle und das Inositol kommt zur Zelle. Geht nicht rein in die Zelle, es dockt an einen Rezeptor an der Zelle an, hat aber eine Information dabei für einen anderen Stoff, der sich in der Zelle befindet. So, und jetzt bringt dieses Inositol es geht ja nicht in die Zelle, sondern es gibt die Information weiter, also quasi wie ein Second Messenger, kann man sagen, agiert er und bringt eben diese Information, die das Inositol mit sich hat, sozusagen an den Stoff in der Zelle, gibt es die Information weiter. Und dieser Stoff in der Zelle, der geht dann mit dieser Information ans Zielorgan. Also wir hatten vorher Thema PCOS, in dem Fall dann ans Ovar, ja, also PCOS haben wir das polyzystische Ovar-Syndrom, ja, also ich sage immer ganz einfach salopp gesagt, eine Insulinresistenz der Eierstöcke, ja, Ärzte würden mich da wahrscheinlich dafür steinigen, wenn ich das einfach so ausdrücke, aber im Grunde kann man das schon so sagen. Und deswegen hat daher das Inositol eine ganz, ganz große Aufgabe, weil es einfach die Kommunikation zwischen den Stoffen und den Zielorganen
leichter macht. Ja, es kann, jedes Organ kann übrigens insulinresistent werden. Ja, es gibt eine Insulinresistenz des Gehirns, es gibt eine Insulinresistenz der Leber, es gibt eine Insulinresistenz des Ovars zum Beispiel. Ja, überall können Organe insulinresistent werden tatsächlich. Genau, das macht das Myo-Inositol. Das heißt, das ist halt eine coole Möglichkeit, dafür zu sorgen, dass du schneller, dass die Zellen wieder sensitiver dem Insulin gegenüber werden, sprich du schneller aus deiner Insulinresistenz tatsächlich rauskommst. Mit L-Tyrosin kenne ich mich nicht so gut aus, schilddrüsentechnisch, da bin ich überfragt. Also du kannst mir deine Frage gerne stellen, Julia, aber ich glaube, ich kann sie dir vermutlich nicht so beantworten, dass du zufrieden bist damit. Und das würde ich dann auch einfach nicht machen, denn da gehst du lieber zu einem richtigen Schilddrüsenexperten, würde ich dir mal empfehlen. Genau, das Myo-Inositol, das kannst du einfach noch einsetzen, neben den exogenen Ketonen, um schneller aus deiner Insulinresistenz rauszukommen. Dann haben wir schon gesagt, Teilbereich Nummer 2 ist im Schlaf, dein Schlaf verbessern, und 3 wäre die Bewegung, oder andersrum, egal wie wir es nummerieren, Bewegung. Mehr bewegen als vorher ist essentiell, um aus deiner Insulinresistenz rauszukommen. Und zwar, wenn du davor schon 5000 Schritte gemacht hast, machst du dann mindestens 10.000. Wenn du schon 10.000 gemacht hast, machst du mindestens 15.000. Und so weiter. Das heißt, beweg dich mehr. Ganz aktiv werden in deinem Alltag auch. Kann man viel in den Alltag integrieren. Und was jetzt das ganz, ganz wichtig, ganz hilfreich ist, wäre tatsächlich Krafttraining zu machen. Und da sagen ganz viele Mädels vor allem, boah, nee, habe ich keinen Bock, Gewichte, Fitnessstudio, nee, ich möchte kein Muskelprotz werden. Aber so schnell wirst du kein Muskelprotz. Der Grund, warum Krafttraining bei Insulinresistenz so förderlich ist, ist, als allererstes wird die Muskelzelle insulinresistent. Und hier musst du einfach schauen, dass du das wieder umkehren kannst, dass du wirklich die Muskelzelle wieder sensitiver dem Insulin gegenüber machst, dass es einfach darauf wieder reagiert. Und das kannst du halt mit Krafttraining tatsächlich erzielen. Ja, das kannst du mit Cardiotraining nicht erzielen. Da braucht es tatsächlich Krafttraining dafür. Ja, und die Myokine, die entstehen, wenn Zellen, wenn Muskeln aufgebaut werden, also wenn Muskeln trainiert werden, sagen wir mal so, die wirken auch entzündungshemmend, ja. Und jede, sagen wir mal, stille Entzündungen gehen auch eigentlich immer der Insulinresistenz voraus. Das heißt, es gibt niemanden da draußen, der eine Insulinresistenz hat, aber keine stillen Entzündungen hat. Andersrum, jemand, der viele stille Entzündungen hat, hat hundertprozentig auch eine anfangende Insulinresistenz oder schon eine sehr, sehr stark ausgeprägte Insulinresistenz. Genau, deswegen Krafttraining auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir ins eigentliche, wirkliche, wichtige Thema für heute zum Beispiel. Wichtig ist alles, ja, aber für heute wichtiges Thema. Was kannst du mit deiner Ernährung ändern? Beziehungsweise, wie solltest du dich ernähren, um blutzuckerkonform zu essen? Um quasi den Insulinspiegel niedrig zu halten. Das ist nämlich das A und O immer bei Insulinresistenz. Die oberste Priorität, halte deinen Insulinspiegel niedrig. Und wie machst du das? Natürlich mit dem, was du isst, aber natürlich auch, wie du dich bewegst. Stille Entzündungen, also chronische Entzündungen, manchmal auch genannt, sind einfach Entzündungen in deinem Körper, die entstehen. Das tut erstmal auch nicht weh, also nicht wie eine Entzündung in der Haut, ja, wo du eine offene Wunde hast oder so, das entzündet sich, sondern so kannst du es dir aber eigentlich vorstellen, und das halt im Körper, an Organen, komplett im Körper verteilt. Wenn du jetzt zum Beispiel Bauchfett hast, also Bauchfett agiert auch immer wie ein entzündetes Organ, ja, und Bauchfett schickt dann, als entzündetes Organ, schickt dann diese Entzündungen im ganzen Körper hin und her. Und wenn du Bauchfett hast, also da reden wir jetzt wirklich von einem fetten Bauch, ja, also wirklich irgendwie Fett, was du auch anfassen kannst, was du spürst am Bauch, dann hast du meistens immer stille Entzündungen auch irgendwo im Körper. Und die heißen halt deswegen still, weil sie einfach still sind. Die tun dir erstmal nicht weh, aber sie sorgen für ganz, 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 ganz viel Diskrepanz im Körper. Für ganz, ganz viele Dinge, die dann nicht mehr gut funktionieren. Und halt auch Lebensmittel können Entzündungen anrichten in deinem Körper. Wie zum Beispiel halt viel Zucker, ja, viel verarbeitete Produkte, viel Konservierungsstoffe, viel Farbstoffe. All diese ganzen Zusatzstoffe, die überall drin sind. Ja, produzieren Entzündungen im Körper. Milch zum Beispiel ist auch so ein Lebensmittel, wo ich sage, hey, wenn du Entzündungen vermeiden willst, trink einfach keine Milch. Ja? Die ist auch voller Hormone und sorgt maßgeblich für Entzündungen im Körper. Gluten ist auch sowas, ja, Gluten eher auf Minimum reduzieren, um Entzündungen einfach zu reduzieren. So natürlich wie möglich essen,
ganz viel grünes Gemüse, ja, je natürlicher deine Ernährung, desto antientzündlicher ist sie auch. Genau. Das erklärt meine latent erhöhten Entzündungswerte seit einem Jahr. Das kann sehr, sehr, sehr gut sein, genau. Einfach auch mal messen lassen, wie sieht es denn aus mit Entzündungen. Und Julia, vielleicht, wenn du auch nochmal weiter messen lässt, aber mal gucken, vielleicht hast du ja auch eine Insulinresistenz. Ja, da wäre der HOMA-Index zu messen, HOMA. Und das ist ein Quotient aus dem nüchternen Blutzucker und dem nüchternen Insulinspiegel. Und da kannst du eben feststellen, hey, wie hoch oder wie stark stecke ich schon in meiner Insulinresistenz drin. Und dann weißt du auch, du kannst was dagegen machen. Wie gesagt, der nüchterne Blutzucker ist ganz lange in Ordnung. HOMA ist 2,2. Okay, perfekt, cool, hast du schon gemessen. Tipp, top. Ist auf jeden Fall dann Tendenz Richtung Insulinresistenz. Ja, man sagt, alles über 2 geht dann schon leicht Richtung Insulinresistenz bei dir. Noch gar nicht schlimm, ja, minimal. Aber da weißt du, okay, kannst du einfach auch ein bisschen mit auf die Ernährung schauen. Und da gibt es ganz, ganz tolle Tipps und Tricks. Das heißt jetzt nicht, du musst für immer auf Zucker verzichten, für immer auf Lebensmittel, die dir gut schmecken, verzichten. Du musst einfach vielleicht auch nur wissen, wie du sie klug einsetzen kannst. Und das ist halt so das Geheimnis dahinter. Ja? Weil das sagt dir halt weder irgendwie ein normaler Ernährungsberater noch ein Arzt, wie du das einfach am besten machst. Krass, du hast die Diagnose PCO erst seit Montag, ja. Da übrigens mit dem PCO, gut, dass du es nochmal ansprichst, jetzt müsste ich es mal wegklicken hier. Ich habe vorher das Myo-Inositol angesprochen, Julia. Da gibt es von Naturtreu, heißt die Firma, das Produkt heißt Frauenstärke, das kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen. Einerseits natürlich für die Insulinresistenz, wegen dem Myo-Inositol, aber auch, da ist Mönchspfeffer drin. Und Mönchspfeffer kennt ihr vielleicht, der eine oder andere, dass es den Zyklus reguliert. Super hilfreich bei PCO. Und zwar geht es da auch um die Dosierung. Also ganz oft holt man sich halt einen Mönchspfeffer aus der Apotheke. Da sind immer nur 4 Milligramm oder so drin, in den meisten Produkten. Du musst es aber musst mindestens 20 Milligramm am Tag, vielleicht sogar ein bisschen mehr sogar noch, vom Mönchspfeffer nehmen, damit das funktioniert. Also wenn du dir Studien anschaust, die mit Mönchspfeffer gemacht worden sind in dem Zusammenhang, da ist immer die Rede von 20 Milligramm oder sogar ein bisschen mehr. Und in der Frauenstärke hast du, das ist wirklich ein Produkt mal richtig genial, da hast du eine Dosierung von dem Mönchspfeffer, wo ich sage, hey geil, das funktioniert, das kann wirklich funktionieren. Wenn du davon 6 Kapseln am Tag nimmst, bist du da mega gut dabei, eben aus deiner Insulinresistenz rauszukommen, aber auch dein PCOS zu verbessern, also die Symptome auch zu verbessern. Ich weiß nicht, wie du mit deinem Zyklus stehst, ja, musst du uns jetzt hier auch nicht beantworten, wenn dir das zu persönlich ist, keine Frage. Aber wenn der jetzt unregelmäßig ist oder vielleicht gar nicht kommt, ja, was ja auch bei PCO tatsächlich der Fall ist, also dass du einfach deine Tage nicht kriegst, dann haben da echt schon einige Mädels, die entweder im Coaching waren oder die auch Kunden bei mir geworden sind, mit den Ketonen wirklich geschafft, mit der Frauenstärke, mit gar keinen Zyklus seit der Pubertät. Alter Schwede, okay, krass, ja. Wie alt bist du denn? Darf ich das fragen? Hat mir neulich erst eine Kundin geschrieben oder eine Sprachnachricht geschickt in Tränen. Sie hat endlich wieder nach 2 Wochen, 3 Wochen das Nehmen, hat 25, bist du okay, hat sie ihren Zyklus wieder bekommen. Seit ewigen Jahren keinen Zyklus gehabt, also keine Periode gehabt. Und mega natürlich. Und dass das halt schon so schnell geht mit dem Mönchspfeffer, also mich flasht das immer noch. Ich nehme das auch gerade. Also ich habe kein PCOS, ich habe keine Insulinresistenz, aber ich habe tatsächlich immer am ersten Tag meiner Periode Schmerzen gehabt, also halt echt unangenehm, ihr kennt das glaube ich alle. Und ich mir denke, boah, muss das jetzt echt sein, das stört mich, kann ich nicht arbeiten, tut weh, ich möchte eine Wärmflasche. Ich glaube, das kennt jeder da draußen, der das schon mal hatte. Ist weg, habe ich nicht mehr. Also klar, ich spüre das noch so, erster Tag, es geht los, klar, man kennt den Körper, man spürt es, aber es tut nicht mehr weh. Und ich hatte immer auch so Brustspannen, ja, so eine Woche vorher, bevor ich meine Tage bekommen habe, war schon so, ich sage, boah, ich kann mich beim Yoga, ich kann mich gar nicht drauflegen, weil es tut mir weh, komplett weg. Und das mit 6 Kapseln am Tag und das wirklich innerhalb von ein paar Wochen. Also ich nehme das jetzt noch nicht ein halbes Jahr oder so. Ich bin einfach völlig geflasht von der Frauenstärke. Und ich finde, der Name ist auch geil, Frauenstärke, finde ich mega. Wenn du jetzt sagst, Julia, hey, cool, das probiere ich mal aus, versuche es wert, definitiv. Du kannst gerne einfach dir den Link von Naturtreu aus meinem Profil holen. Und da ist auch ein Rabattcode dabei für 10% für deine Erstbestellung. Ich würde dir auch empfehlen, nimm dann gleich ein paar mehr Döschen, weil das sind so Glasdöschen. Also das finde ich auch cooler Naturtreu, weil die das in Glasverpackungen schicken. Finde ich mega. Hast halt keinen Plastikmüll.
nimmt er gleich 2, 3, weil sie sind halt echt nur so klein. Und wenn du 6 am Tag nimmst, steht 4 auf der Verpackung, du solltest aber 6 nehmen, dass es wirklich was bringt. Dann ist sie halt auch schnell leer. Genau, so viel dazu, kurzer Exkurs, Thema Insulinresistenz, PCO, Frauenstärke, Myonositol und Mönchspfeffer. So, jetzt aber über die Ernährung. Ihr seht schon, ich finde immer andere Themen, ja. Es ist nicht so, dass ich nicht über Ernährung sprechen möchte, aber mir fallen teilweise 1000 andere Dinge ein. Also wir haben schon gesagt, wie kannst du jetzt deine Ernährung so gestalten, dass sie blutzuckerkonform ist, dass sie dir hilft, keine Insulinresistenz zu bekommen oder da einfach wieder rauszukommen. Also, Nummer 1, einfach Dinge weglassen, die zum einen natürlich Entzündungen fördern, haben wir vorher gerade schon gesagt, aber die auch den Blutzucker richtig stark ansteigen lassen. Was ist das? Alles, was Zucker enthält. Zucker natürlich. Auch Fruchtzucker, dazu gehört nämlich auch Obst, ja, außer Beeren, das wäre okay. Die haben sehr wenig Fruchtzucker, alles andere eher schwierig. Blutzucker steigt sehr, sehr stark an. Verarbeitete Produkte, da ist oft auch versteckter Zucker drin, ja, alles, wo irgendwelche Zusatzstoffe mit drin sind, da ist meistens irgendwie, auch wenn es nur Dinge, wenn da kein Zucker steht, aber es ist Maltodextrin, Blutzucker geht auch richtig nach oben, bei Maltit genau das gleiche, hat man auch oft in so Fitnessriegeln und Scheiß drinnen, ist natürlich für den Blutzucker tatsächlich die Hölle. VJ Wenzel, hallo Patricia, hallihallo, ich weiß nicht, wie du heißt, weil ich sehe ja nur VJ Wenzel. Aber schön, dass du dabei bist. Warte, vielleicht fällt es mir ein. Nein, mir fällt es nicht ein. Ich bin schlecht mit Namen, es tut mir echt leid. Sorry dafür. Ja, also Dinge weglassen, die den Blutzucker sehr stark ansteigen lassen. Wenn du jetzt sagst, ja, schwer, wie weiß ich denn das? Hol dir vielleicht auch mal, wenn dich das wirklich interessiert und du dich da reinfuchsen möchtest und das lernen möchtest, hol dir vielleicht mal so einen kontinuierlichen Blutzuckermesser. Den kannst du dir in den Arm pieksen lassen, also machst du dir selber, da ist so ein Applikator dabei, den rammst du dir in den Arm rein, da ist so eine lange Nadel, ja, keine Sorge, es tut nicht weh, also das ist einfach dann wie so ein Chip, die Nadel steckt dann drinnen und die kann dann kontinuierlich den Blutzucker messen. Kannst du mit einer App verbinden, Juliane, okay, danke dir, mit der App, also mit dem Handy einfach hinhalten auf den Chip und dann siehst du immer, was dein Blutzucker macht. Kannst auch in der Nacht verfolgen, was passiert. Fällst du vielleicht in den Unterzucker, ist das der Grund, warum du aufwachst, ja. Und du kannst halt sehen, was macht jedes Lebensmittel mit deinem Blutzucker. Finde ich total spannend und auch nicht bei jedem ist es gleich, ja. Beim einen schießt es nach oben, wenn er aber eine Banane isst. Bei mir zum Beispiel, Katastrophe, geht ins All der Blutzucker. Jemand anders, der eine Banane isst, wäre vielleicht gar nicht so schlimm. Also das ist immer, immer unterschiedlich. Aber es gibt natürlich schon eine Tendenz an Lebensmitteln, wo man sagt, okay, damit steigt der Blutzucker stärker an, damit weniger stark. Und es sind halt einfach leider, was ist leider? Ja, der Zucker und die schlechten Kohlenhydrate. Also Weißbrot, Pizza, Pasta, all diese Dinge, da steigt der Blutzuckerspiegel sehr stark an. Wohingegen mit einer Süßkartoffel oder Quinoa, stärkehaltigem Gemüse, ja, was ja auch Kohlenhydrate beinhaltet, wie zum Beispiel mal ein Kürbis, rote Beete oder so, oder Karotten auch, die haben natürlich auch Kohlenhydrate, aber damit steigt der Blutzucker weniger stark an. Also das kannst du dir schon mal merken. Und dann als Faustformel für jede Mahlzeit, merkt ihr das auch ganz, 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 ganz wichtig, also wenn das dein Teller ist, sollte wirklich die Hälfte deines Tellers immer, immer, immer Gemüse sein. Gemüse, Ballaststoffe, Salat, sollte die Hälfte deines Tellers ausmachen. Für alle, die jetzt Gemüse hassen und sagen, ich esse eigentlich nie Gemüse, musst du natürlich da ein bisschen dich umgewöhnen, sagen wir mal so. Ja. Aber beim Gemüse kommt es auch ganz oft darauf an, wie machst du es? Ja? Wie würzt du es? Dünstest du es? Kochst du es tot? Wie auch immer. Man kann viele Dinge auch roh essen, zum Beispiel Brokkoli kannst du auch roh essen zum Beispiel. Eine richtig coole Sache. Im Prinzip gehört ja zu den Kreuzblütlein der Brokkoli. Sehr, sehr tolles Antioxidant, also reduziert Entzündungen im Körper, reduziert den oxidativen Stress im Körper und es ist das Sulforaphan in dem Brokkoli, der da dieser antientzündliche Stoff ist sozusagen. Und wenn du den einfach roh isst, hast du damit viel mehr noch enthalten von diesem Stoff im Brokkoli, als wie wenn du ihn tot kochen würdest. Ja. Am besten ist dann einfach dünsten wichtig, ja, also dünsten und halt nicht tot kochen zum Beispiel. Genau, also die Hälfte des Tellers sollte Gemüse sein. Dann geht's weiter. Eine Portion gesunde Fette, eine Portion Eiweiß. Sollte immer, immer dabei sein. Da haben wir dann Fleisch, Oliver.
Oliver sagt, Fleisch muss auf den Teller. Ich esse auch sehr gern Fleisch. Ich esse nicht viel Fleisch, aber wenn ich Fleisch esse, dann esse ich sehr, sehr gutes Fleisch, hochwertiges Fleisch vom Biobauern, wo ich genau weiß, hier, der hat seine Kühe auf der Weide, die sehe ich auch noch sozusagen, wo ich halt weiß, da ist alles in Ordnung. Ich würde jetzt nie irgendein Fleisch beim Aldi kaufen oder so, auf gar keinen Fall. Aber ja, wäre eben eine Eiweißquelle, Fleisch auf dem Teller, auf jeden Fall. Wenn du jetzt sagst, okay, Fleisch ist jetzt nicht so meins, Garnelen, Fisch, Lachs, all diese Dinge, sehr, sehr tolle Proteinquellen. Du kannst natürlich auch sagen, okay, ich will weder Fleisch noch Fisch essen, du bist Vegetarier, dann wird es schon mal ein bisschen schwieriger, aber auch möglich, ne? Kannst natürlich auch auf die pflanzlichen Proteinquellen zurückkommen. Du kannst vielleicht auch, wenn du sagst, Käse ist in Ordnung, Ziegenkäse, Schafskäse, auch mal Burrata, Mozzarella, kannst du natürlich auch mit einbauen. So ein körniger Frischkäse ist immer gut. Wenn du jetzt sagst, hey, ich bin komplett vegan unterwegs, dann wird es schon sehr, sehr schwer. Da bin ich dann auch nicht die Richtige für dich, um dir da tolle Tipps zu geben, weil ich mich mit einer veganen Ernährung nicht viel auseinandergesetzt habe, habe ich auch nicht vor. Kann funktionieren, ja, wenn man sich sehr gut auskennt, wenn man einen großen Geldbeutel hat und viel Zeit reinsteckt, kannst du damit auch gesund leben. Machen aber leider die wenigsten tatsächlich auf diesem Wege. Das heißt, hast aber trotzdem Möglichkeit auch mit Tempeh oder, also Tempeh ist quasi fermentierter Tofu, würde ich dann noch bevorzugen, weil der einfach weniger Entzündungen entfacht wie Soja im Tofu einfach. Oder halt Hülsenfrüchte, ja, also pflanzliche Proteinquellen hast du da natürlich auch eine große Menge mit dabei. Hast natürlich auch immer mehr Kohlenhydrate, ja, das musst du natürlich bewusst sein. Genau, vegan könnte Florence helfen. Die ist ja eher Keto-Veggie unterwegs, also nicht vegan, aber die macht tatsächlich hin und wieder auch coole vegane Rezepte. Nicht, weil sie selber Veganerin ist, sondern weil sie einfach immer Bock hat, auch auszuprobieren. Und weil sie natürlich auch für Leute, die sagen, ich möchte vegan leben, ich möchte Keto-vegan leben, ja, das ist natürlich dann schon sehr, sehr high class. Aber ich sage, alter Schwede, das würde ich niemals im Leben machen. Aber ja, ist auch möglich, ja. Ist Arbeit, kostet Geld natürlich, aber dann gerne zur Florence rüber hüpfen. Übrigens auch für Rezepte war noch eine andere Frage, die ich heute oder ein Kommentar, den ich über meine Instagram-Story bekommen habe. Rezepte sind immer cool. Ich habe selber hier auf Instagram mein Rezepte-Highlight noch erhalten für euch, ja, wo es ja bei mir auf Instagram jetzt ums Business geht. Aber ich habe das Rezepte-Highlight noch erhalten. Da habe ich einfach meine Favorite-Rezepte drin, die ich einfach mega finde, die ich tagtäglich, nicht tagtäglich, aber die ich wirklich oft mache. Die sind da alle noch erhalten. Aber wer jetzt sagt, hey, ich brauche eine größere Auswahl, und Keto interessiert mich vielleicht auch, denn gerne zur Florence gehen. Die hat aber auch Rezepte, die nicht Keto sind. Also die macht auch ganz viel für das Keto-Cycling, wo dann gute langkettige Kohlenhydrate dabei sind. Also da findest du immer was Cooles, vor allem Dessert-Rezepte, richtig geil. Und mit zwei, drei Zutaten nur. Ihr seht schon wieder, ich komme wieder ab von meinem Thema, aber das seid ihr lenkt mich immer ab. Aber finde ich cool. Nee, die hat echt mega viele coole Rezepte. Also auf jeden Fall vorbeischauen. Wer es jetzt fragt, wer bitte, von was redet sie? Florence-Keto-World ist es, glaube ich, ja, so heißt sie. Aber wenn du Florence so eingibst, wirst du sie auch finden. So, geh mal zurück zur Ernährung, also ketokonform, rede ich, sage ich jetzt schon, ketokonform, blutzuckerkonform dich zu ernähren, bedeutet einfach wirklich zu schauen, wie baust du deine Mahlzeit auf. Wir haben jetzt gesagt, ich wiederhole nochmal, eine große Portion Gemüse, Ballaststoffe, Salat, Teil jeder deiner Mahlzeit, also immer Teil deines Tellers. Eine Portion gesunde Fette, eine Portion Eiweiß mit dazu. Und dann kannst du natürlich wahlweise noch gute langkettige Kohlenhydrate einsetzen, wie zum Beispiel Hülsenfrüchte, Quinoa, stärkehaltiges Gemüse, meine Süßkartoffel. Das sind alles wundervolle Kohlenhydratquellen für gute Kohlenhydrate. Ja, da muss es jetzt nicht der Reis sein, da muss es jetzt nicht die Pasta sein und. Ich hatte eine Frage noch, was ist mit Pasta aus Kichererbsen und rote Linsen? Das ist natürlich wieder was anderes, ja. Kannst du natürlich hin und wieder einfach einbauen. Und jetzt kommt so der Secret Hack sozusagen. Wenn du Kohlenhydrate mal essen möchtest oder mehr als sonst oder auch mal ungesunde Kohlenhydrate isst, ja, weil du vielleicht wo eingeladen bist oder weil du weißt, heute geht es nicht anders oder heute habe ich einfach mal verdammt nochmal Bock auf eine Butterbreze. Ich zum Beispiel liebe Butterbreze. Dann esst aber dieses Kohlenhydrat, ja, oder wenn es ein Dessert ist, ein Kuchen mit Zucker und normalem Mehl, dann esst es nicht alleine isoliert auf nüchternen Magen, da schießt der Blutzucker richtig stark in die Höhe, sondern baue es ans Ende der Mahlzeit ein. Ja. Angenommen, du hast jetzt einen Brokkoli, du hast einen Lachs und du hast eine Süßkartoffel.
dann würdest du anfangen, erstmal das Grünzeug, erstmal Brokkoli essen, dann über den Lachs kommen, dann zum Lachs kommen und als letztes dann die Süßkartoffel. Musst natürlich jetzt nicht strikt zack, zack, zack in dieser Reihenfolge, aber halt erstmal die Hälfte vom Gemüse essen. Dann gehst du zum Lachs über, isst den Lachs fast auf und dann fangst du mit der Süßkartoffel an. Das einfach nicht die Kohlenhydrate als erstes gegessen werden, weil dann schießt der Blutzuckerspiegel schon stark in die Höhe. Wohingegen, wenn Kohlenhydrate am Ende der Mahlzeit konsumiert werden, steigt der Blutzuckerspiegel weniger stark an. Und das kannst du gerne einfach ausprobieren, wenn du dir zum Beispiel so einen kontinuierlichen Blutzuckersensor zulegst, kannst du das für dich selber sehen und kannst das verfolgen. Und wenn du dann weißt, okay, die Oma hat Kuchen gemacht, weil ich Geburtstag habe, die hat mir einen fetten Kuchen gebacken mit Zucker und normalem Mehl, würde ich jetzt eher vielleicht nicht so essen, wenn ich rauskommen will aus der Insulinresistenz, aber esse ich halt mal, der Oma zuliebe und weil ich richtig Bock habe, weil es vielleicht mein aller Lieblingskuchen war früher. Dann esse den Kuchen ans Ende der Mahlzeit als Dessert und zwar sofort anhängen an die Mahlzeit. Ja, nicht eine Stunde warten, nicht 2 Stunden warten und dann den Kuchen alleine isoliert auf nüchternen Magen essen, sondern den Kuchen wirklich anhängen an deine Mahlzeit. Das heißt, vorher Ballaststoffe gegessen zu haben, vorher Eiweiß und gesunde Fette gegessen zu haben. Und dann kann der Blutzuckerspiegel halt mit so einem fetten Zuckerkuchen auch mal besser umgehen. Heißt, er steigt nicht so stark an, wie wenn du den Kuchen alleine essen würdest. Wenn du jetzt die Möglichkeit nicht hast, weil es bei deiner Oma nur den Kuchen gab und keine Mahlzeit und du hast vielleicht vor 3 Stunden das letzte Mal gegessen, dann frag, vielleicht hat sie einen Joghurt zu Hause, einen griechischen Joghurt oder einen Quark. Oder vielleicht auch ein paar Nüsse. Ja, dann hättest du Eiweiß oder gesunde Fette oder beides einfach mit deinem Kuchen mit dabei. Steigt der Blutzuckerspiegel auch nicht so stark an wie nur der Zucker pur. Oder wenn du mal eine Kugel Eis essen willst, dann nimm dir ein bisschen Sahne dazu. Ja. Natürlich sind es dann mehr Kalorien, keine Frage, aber der Blutzuckerspiegel steigt nicht so stark an und auf die Dauer wollen wir ja den Insulinspiegel so niedrig halten wie möglich. Heißt, wir müssen einfach auch darauf achten, wie wir essen, damit der Blutzuckerspiegel nicht so stark ansteigt. Ja. Und das ist so das Geheimnis einfach, wie man blutzuckerkonform essen kann. Jetzt kannst du natürlich auch noch spazieren gehen nach dem Essen. Wenn du dich bewegst nach dem Essen und nur 10 Minuten, Viertelstunde dich bewegst, da ist schon so, so viel mehr geholfen. Das heißt, wenn du vielleicht mal wirklich einen Tag hast, wo du weißt, heute Abend gibt es eine fette Pizza, ich freue mich drauf, ich habe mega, mega Bock, dann mach davor vielleicht dein Training, ess dann die Pizza, ess vielleicht vor der Pizza, nimm noch exogene Ketone zu dir, der Blutzuckerspiegel sinkt oder auch mal einen Löffel Apfelessig, er ist da auch echt ein Wundermittel, was das angeht, was den Blutzucker angeht und dann isst du deine Pizza und nach der Pizza gehst du einfach eine halbe Stunde spazieren. Hast du auch einen viel geringeren Blutzuckeranstieg, ja, als wenn du nur auf der Couch bleibst und diese Pizza essen würdest. Ja. Ganz, 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 ganz wichtig. Mit Sonderschule kenne ich mich absolut nicht aus, das ist nicht mein Thema. Eine Frage war da noch irgendwo, die habe ich, glaube ich, übersehen. Warte mal, ich scroll mal nach oben. Die Präparate sind für Dopamin- und Serotonin-Synthese. Danke für die Ehrlichkeit. Okay, da ging es gar nicht bei dir um die Schilddrüse. Okay, ja, also da, keine Ahnung, was, da redest du wirklich mit jemandem, wo ich sage, hey, der kennt sich damit aus. Wobei ich habe immer so einen natürlichen Ansatz. Ne? Also das sind ja jetzt teilweise, haben diese Dinge ja auch Nebenwirkungen. Ne? Also ich weiß jetzt nicht, was bei dir der Auslöser ist dafür, aber du kannst ganz viel, gerade auch mit Hormonen wie Dopamin und Serotonin, wenn du da zu wenig, zu viel von was hast, kannst du ganz viel mit deinem Lebensstil machen, ganz viel mit Entspannung machen, ganz viel mit Atmung machen. Bevor du irgendwas schlucken musst, was vielleicht noch andere Nebenwirkungen mit sich bringt, überleg mal immer auch, wie es natürlich geht. Also das ist zumindest immer mein Ansatz. Genau. So viel zur Ernährung. Jetzt überlege ich euch, habe ich euch alles gesagt, was ich euch sagen wollte, alles gesagt, was ich euch weiß zur blutzuckerkonformen Ernährung. Ich glaube schon, also wir haben gesagt, hey, Faustformel für deine Mahlzeit, wie soll jede Mahlzeit aussehen und wenn du jetzt, ganz wichtig noch, wenn du jetzt das umsetzt, diese Faustformel, eine große Portion Gemüse, Ballaststoffe, Salat, eine Portion gesunde Fette, eine Portion Eiweiß, immer mit dabei in jeder Mahlzeit, 2 bis 3 solche Mahlzeiten am Tag. Und du hast ausgesorgt. Und keine Snacks dazwischen. Weil jedes Mal, wenn du was isst, auch wenn du nur eine Handvoll Nüsse snackst, was ja eigentlich ein gesunder Snack ist, steigt der Blutzucker schon irgendwie an. Ja, mit Nüssen natürlich weniger stark, wie wenn du einfach nur einen Apfel isoliert auf nüchtern Magen essen würdest. Ja, also Obst, viele starten ja auch den Tag mit Obst. Ja,
als allererstes Obst, wo ich mir denke, so nein, dann bist du gleich auf der Blutzuckerachterbahn. Also Obst wäre im Prinzip ein Dessert. Obst ans Ende einer Mahlzeit als Dessert, damit der Blutzuckerspiegel nicht so stark steigt. Das Einzige, was geht, sind halt Beeren. Die kannst du meinetwegen auch schon zum Frühstück essen mit griechischem Joghurt, Leinsamen, Hanfsamen und Beeren dazu. Eine coole Wahl, aber jetzt eine Banane da reinschnippeln, Haferflocken noch dazu machen und einen halben Apfel, würde ich dir einfach nicht raten, wenn du rauskommen möchtest aus deiner Insulinresistenz, wenn du blutzuckerkonform essen möchtest, wenn du deinen Blutzucker so niedrig wie möglich halten möchtest, dadurch auch den Insulinspiegel so niedrig wie möglich halten möchtest, tust du dir keinen Gefallen, wenn du dein Frühstück mit Kohlenhydraten startest. Ja? Wie gesagt, du musst nicht die Kohlenhydrate komplett weglassen. Bau die guten langkettigen Kohlenhydrate ein ans Ende deiner Mahlzeit und idealerweise noch abends. Ja? Das wäre so meine Empfehlung. Genau. Und lass das snacken. Jedes Mal, wenn du was isst, steigt der Blutzuckerspiegel. Und du musst nicht 5, 6, 7, 8 Mal am Tag was essen und dir irgendwas reinschieben. Nein, es reichen 2 bis 3 Mahlzeiten. 3, wenn du es normal machst. 2 Mahlzeiten, wenn du Intervallfasten integrierst. Sprich, wenn du halt dein Frühstück weglässt, dein Abendessen weglässt zum Beispiel, kannst du das machen. Ja, das wäre so die Faustformel für eine blutzuckerkonforme Ernährung. Ich hoffe, das war jetzt hilfreich für euch. Ihr seid auf einmal so still geworden, keine Fragen mehr. Wenn ihr jetzt noch Fragen habt, dann sehr, sehr gerne einfach hier noch in die Kommentare, sowohl auf TikTok als auch auf Instagram. Ich werde nachher auf jeden Fall das Video hochladen auf Facebook, werde es hochladen auf YouTube, da könnt ihr es euch im Nachgang einfach nochmal anschauen. Wenn ihr sagt, cool, ich habe jetzt irgendwie den Anfang verpasst, ich würde es gerne nochmal für mich nochmal anschauen und Notizen mir auch machen, ja, weil da waren jetzt echt ganz, 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 ganz viele hilfreiche Infos dabei. Ich finde zumindest, die waren hilfreich. Und war vielleicht für den einen oder anderen zu viel Input auf einmal. Einfach dann nochmal im Nachgang anschauen und Notizen machen. Genau. Welche Lebensmittel unterdrücken den Hunger? Also unterdrücken den Hunger, wir wollen den Hunger ja nicht unterdrücken, wir wollen ihn einfach normal stillen. Wir wollen aber, dass das Hungerhormon Ghrelin normal arbeitet. Und da kannst du halt auch Dinge, die dann, wo du dann weniger Hunger hast, über den Tag verteilt oder nicht mehr so schnell wieder Hunger hast, gesunde Fette und Eiweiße und Gemüse. Wenn du dich daran hältst, ja, an diese 3 Dinge, dann hast du halt auch weniger Hunger, weniger Heißhunger. Danke, Julia, für, was ist denn das? Ist das ein Zauberer? Es ist so klein, ich sehe es nicht mehr. Was ist denn das? Das ist auf jeden Fall ganz bunt. Vielen Dank, ich freue mich. Sehr, sehr cool. Voll lieb von dir. Fahrst du mit solchen Lebensmitteln viel, viel besser, also gesunde Fette, Eiweiße und Gemüse, also Ballaststoffe, immer ganz, ganz viel Ballaststoffe mit dazu essen, die machen dich auch satt, deswegen kann man sagen, sie unterdrücken den Hunger, ist nicht richtig, aber sie geben dir weniger Hunger, indem dass sie dich satt machen, sind auch gut für den Darm, da muss man natürlich entsprechend auch ausreichend Wasser dazu trinken, sonst kann man mal ein bisschen hier Verdauungsprobleme bekommen, ganz, ganz wichtig. Das, wenn eben Lebensmittel, an die du dich hältst und dann lieber einfach zuckerhaltige Lebensmittel oder schnelle leere Kohlenhydrate, also leere Kalorien, alles, was im Prinzip nur Energie hat, also nur Kalorien hat, aber keine Nährstoffe wie Weißbrot, Pasta, all diese Geschichten, zuckerhaltige Lebensmittel, die haben einfach nur Energie in Form von Kohlenhydraten und das war's. Die bringen dem Körper 0,0 Nährstoffe. Da sind keine Ballaststoffe drin, da sind keine Mineralstoffe drin, da sind keine Vitamine drin. Da ist einfach nichts drin an Nährstoffen. Und die würde ich halt eher weniger machen, weil das sind die Lebensmittel, die geben dir auch schnell wieder Hunger. Blutzuckerspiegel steigt an, sinkt ganz schnell ab damit. In der tiefsten Stelle deines Blutzuckerspiegels hast du nämlich wieder Hunger und Heißhunger. Und das passiert dir halt nicht, wenn du viel Gemüse isst, gesunde Fette und Kohlenhydrate in jeder Mahlzeit einbaust, gesunde Fette und Eiweiß in jeder Mahlzeit einbaust. Und natürlich, wenn du Kohlenhydrate essen möchtest, am Ende der Mahlzeit, hallo Jenny, noch gute langkettige Kohlenhydrate mit dazu nehmen. Genau, sehr cool, sehr gerne, immer, immer wieder gerne. Eine Wunderlampe, jetzt sehe ich es, okay, steht ihr dabei, weil ihr lesen kann, das ist kleinen Vorteil, eine Wunderlampe hat die Julia geschickt. Sehr cool, ihr Lieben, wie gesagt, auf YouTube und auf Facebook werdet ihr das live dann noch im Replay anschauen können. Ich freue mich natürlich, wenn ihr im Nachgang eure Leute drunter verlinkt. Wenn ihr sagt, hey, hat mir gefallen, schenkt mir noch ein Like im Nachgang oder das Ganze auch in eurer Story teilt und sagt, hey, du hast hier was gelernt, für dich war da Mehrwert dabei, dann können andere Leute auch wirklich davon profitieren. Also sei nicht so egoistisch und behalte die Info nur für dich, sondern teile sie einfach weiter. Bei mir ist es auch echt ein Anliegen, dass die Leute verstehen, was Insulinresistenz ist, dass einfach jeder Zweite da draußen eine hat, ohne dass es weiß.
Und dass man da aber auch auf natürlichem Weg wieder rauskommen kann, ohne dass man warten muss, bis man im Prädiabetes oder Diabetes landet, Medikamente nimmt und dann gefühlt sein Leben lang damit umgehen muss oder damit leben muss. Nein, so ist es nicht. Du kommst da wieder raus. Du kannst eine Insulinresistenz umkehren. Du kannst auch einen Typ-2-Diabetes umkehren. Wenn das Kind schon mal in den Brunnen gefallen ist, man kann es immer wieder rausholen. Das ist gar kein Thema. Man braucht einfach nur ein bisschen Wissen dazu. Wie kannst du es machen? Ja, weil einfach nur Kalorien zählen und abnehmen tut es halt nicht. Ja, das machen die meisten. Sagen ja dann auch die Ärzte, hey, beweg dich mehr, nimm ab. Dann zählen die Leute Kalorien, wundern sich, warum sie nicht abnehmen. Naja, wenn du in der Insulinresistenz drin steckst, brauchst du einfach lange, bis du abnehmen kannst. Dann muss erstmal das Insulin reduziert werden, dass das Abnehmen auch wieder funktioniert. Und dann sind die Leute frustriert, denken sich, ich mache alles richtig, ich esse schon im Kaloriendefizit, dann essen sie noch weniger und noch weniger und noch weniger. Dann ist der Stoffwechsel irgendwann im Arsch. Und dann hast du einfach wirklich einen Teufelskreis und dein Körper denkt sich, hey, was zur Hölle ist hier los? Das funktioniert einfach alles nicht mehr. Und von dem her ist es mir echt ein Herzensthema, eine Herzensangelegenheit, dass da diese Message in die Welt rausgeht, dass man wirklich auf seinen Blutzucker achten sollte, um einfach gesund zu bleiben für den Rest seines Lebens oder gesund zu werden, um einfach ein langes, unbeschwertes, krankheitsfreies Leben zu haben, weil all diese Zivilisationskrankheiten lassen sich immer wieder zurückführen auf einen schlechten Lebensstil, heißt schlechte Ernährung, zu wenig Bewegung und und. So, ihr Lieben, schön war's mit euch. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Mittwoch. Wir sehen uns wieder morgen, 11 Uhr, gleiche Zeit, gleicher Ort, wie immer. Es war ganz, ganz cool mit euch. Danke auch an Julia, an die Wunderlampe, an die Rose vorher und an alle Fragen, Kommentare, Beiträge. Sehr cool. Ich würde so gerne ein Rezeptbuch Ernährungspläne zu dem Thema von dir kaufen. Habe ich leider nicht. Habe ich leider nicht. Ich bin echt nicht so die Rezeptemaus. Ramona, es tut mir leid. Mich langweilt das extrem. Wenn ich ein Rezept aufschreiben muss, das ist für mich echt Folter. Also ich koche halt Freestyle. Ja, ich koche nicht nach Rezepten. Ich koche so, was mir schmeckt und was ich daheim habe, was ich kaufen will, was ich machen will. Dass ich mal nach einem Rezept koche, kommt nicht oft vor. Aber fang mal an, Ramona, mit dem Rezepte-Highlight in meinem Profil auf Instagram. Komm mal auf Instagram und schau dir mal die Rezepte an. Da ist echt einiges dabei. Da sind auch herzhafte Sachen dabei. Da sind auch süße Sachen dabei. Gestern erst habe ich gebrannte Mandeln gepostet. Nur mit Erythrit, ja. Kein Zucker. Finde ich richtig geil. Ich liebe gebrannte Mandeln. Bei uns ist gerade Herbstfest in Rosenheim. Die Wiesn steht vor der Tür. Also das Oktoberfest in München. Ja, da sind echt ein paar coole Rezepte dabei. Das sind so meine Klassiker, meine Lieblingsrezepte. Vielleicht schreibe ich irgendwann mal ein E-Book daraus. Ist ja eigentlich nicht so viel Arbeit, ne? Kann man auch dann für ein paar Euro dann verkaufen. Ich würde es euch sogar auch schenken, weil damit will ich einfach kein Geld machen. Aber ja, ist auf jeden Fall so im Hinterkopf, dass ich sowas mal rausbringen kann. Aber ist absolut gerade im Moment nicht so meine Prio. Gerade arbeite ich dann, dass ich mein Angebot für meine Kunden ausbaue. Sprich, wer bei mir Ketone kauft, wird jetzt in Zukunft bald, hoffentlich schon ab nächster Woche, eine Guideline bekommen, wie du rauskommst aus deiner Insulinresistenz. Das wird ein PDF sein und ein vierteiliges Webinar bzw. vierteiliges Video zu all diesen vier Teilbereichen, wie du wirklich rauskommst aus der Insulinresistenz, was ich jetzt einfach ganz grob angerissen habe. Da kann man natürlich dann noch mehr ins Detail gehen. Cool, Ramona, dann freue ich mich, dass du bald auf Instagram kommst. Genau. Und ansonsten hat es vorher eher die Ela, glaube ich, reingeschrieben. Bei der Florence gibt es ganz viele Rezepte. Die hat auch, glaube ich, drei oder vier E-Books schon. Die hat sich natürlich auf Keto spezialisiert, aber hat auch Rezepte, wo hin und wieder gute langkettige Kohlenhydrate mit drin sind. Hat auch manche vegane Rezepte tatsächlich. Und manche sogar auch mit Fleisch, ja, obwohl sie selbst kein Fleisch isst. Also da gerne auch vorbeischauen. Florence-Keto-World ist, glaube ich, ihr Name. Auf Instagram. Und ich glaube auch auf TikTok. Genau, Lieben, jetzt bin ich auch wirklich fertig. Es war super schön mit euch. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Morgen wieder 11 Uhr, gleiche Zeit. Und ich freue mich über alle eure Likes, über eure Follows, über eure Kommentare. Und wenn ihr die Dinge auch teilt, bin ich immer super happy. Einen schönen Tag wünsche ich euch und wir sehen uns morgen. Danke euch. Ciao. Ciao, TikTok. Danke.